Die Hans-Brüggemann-Schule hat in dieser Art die größte Schulbücherei im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde. Keine Bücherei in einer Schule hat diese Ausstattung, hat diese Anzahl an Medien, hat so große Öffnungszeiten und so ein gutes Angebot. Lesen sehen wir als Kernkompetenz in dieser Schule auch an und deshalb ist diese Schulbücherei auch gegründet worden. Also ich finde, man sollte hier herkommen, weil ich finde, das ist eine ganz schön große Schulbücherei, also sehr schön viele Bücher. Ich lese hier halt gerne. Also ich finde das hier toll. Im Januar machen wir unsere Wintersportturniere. Das heißt, in Klassenstufe 5 zum Beispiel ist es ein Völkerballturnier. In Klassenstufe 9 ist es das Flag Football Turnier. In Klassenstufe 11 spielen wir Ultimate Frisbee. So hat jede Jahrgangsstufe ein eigenes Sportturnier. Ja, generell ist es so, dass die Oberstufe hier sehr viel leitet. Also wir machen eigentlich alle Turniere. Also die Lehrer sagen dann nur so, an dem Tag wäre das Turnier. Und dann sorgt die Oberstufe halt dafür, dass das Turnier auch stattfindet, übernimmt die Leitung. Aber auch, wir machen selber mit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur das Turnier machen. Kinder mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung, die nehmen also an allen Veranstaltungen im Unterricht und an allen Sportveranstaltungen ganz regulär teil, so wie alle anderen Kinder auch. Und bringen so gute Leistungen, wie sie eben können. Parcours, genauso wie zum Beispiel auch Fitnessboxen oder auch Fitnesstraining oder Hockern, sind Angebote, die im Bereich offene Ganztagsschule sozusagen ergänzt werden. Also wer Interesse hat an einer neuen, trendigen Sportart, der findet im Nachmittagsbereich eine große Auswahl an Trendsportarten. Im Rahmen von Schulsozialarbeit findet bei uns in der Schulwoche zweimal ein Salatbuffet statt. Es ist ein Schülerprojekt, in dem wir mit Schülern gemeinsam Salat schnippeln. Die Kinder sollen damit an gesunde Ernährung herangeführt werden. Und gleichzeitig ist es auch ein gesundes Angebot bei uns in der Mensa. Es wird sehr gut angenommen an der Schule. Es bringt sehr viel Spaß mit den Schülern. Die Mensa ist jetzt seit 3 Jahren ungefähr so in Betrieb, so wie sie jetzt aufgebaut ist. Verändert sich jetzt, die bekommt eine Verdoppelung der Größe und dann kann sie als Mensa, aber vor allen Dingen als Kommunikationszentrum genutzt werden. Durch diese Mensa-Erweiterung haben wir einmal eine größere Mensa, aber wir haben eben auch ein Kommunikationszentrum hier bei uns in der Schule, das wir für alles Mögliche nutzen können, für Elternabende, für Musikveranstaltungen, für Jahrgangstreffen. Das war unser Unterricht. Relevant im Theater sind Übungen, die das Ensemblegefühl stärken. Das heißt, jede Stunde beginnt auch immer mit Warm-up-Übungen und mit theaterspezifischen Übungen. In diesem Jahr hat der 9. Jahrgang ein selbstgeschriebenes Theaterstück aufgeführt, eine Theaterfabel. Und eine besondere Herausforderung war das szenische Schreiben. Aber die Schüler haben nicht nur die Dialoge selbst geschrieben, sondern sie haben auch die Szenen gestaltet. Auch ihre Kostüme haben sie selbst gestaltet. Und eine besondere Freude hat ihnen auch das Schminken gemacht, denn sie mussten sich etwas überlegen. Sie mussten Bären und Wölfe verkörpern. Und das war auch eine ganz besondere Herausforderung. Der Schulverband Bordesholm hat einen neuen naturwissenschaftlichen Trakt in Auftrag gegeben und dazu auch ein extra Gebäude nur für die Oberstufenschüler, die hier wirklich ein ganz, ganz neues Gebäude mit der allerneuesten Technik haben. Die Vorteile der Oberstufe an der Hans-Brüggemann-Schule sind auch, dass wir einen eigenen Aufenthaltsraum haben, welcher nur für die 11. bis 13. Klasse gedacht ist. Dort darf sich kein jüngerer Schüler aufhalten. Ich finde die neue Einrichtung hier auch sehr gut, dass wir sehr gute Ausstattung haben, zum Beispiel die elektronischen Tafeln, wo man auch gut sich Videos, also Beispiele zum Beispiel in Physik, angucken kann. Und das benutzen wir auch sehr häufig. Und es ist auch einfacher mit den Hausaufgaben, weil wir haben ja ein Schulprogramm. Und wenn man mal nicht da ist, können die Hausaufgaben einfach per E-Mail zugeschickt werden. Das ist alles ganz einfach. Wir haben ein gesellschaftswissenschaftliches Profil und ein naturwissenschaftliches Profil. Das gesellschaftswissenschaftliche Profil, das ist das Profilfach WIPO. Also für alle Leute, die sich in der Wirtschaft irgendwie weiterbilden wollen oder da ihren Fokus drauf setzen. Ein naturwissenschaftliches Profil ist das profilgebende Fach Biologie. Also für zukünftige Biologen. Allerdings ist es eine allgemeine Hochschulreife, die die Schüler und Schülerinnen bekommen. Es ist halt nur so eine Nuance, wo es einen vertiefenden Unterricht in dem Fach Bio und in dem Fach Wirtschaftspolitik gibt. Wir sind bunt. Die Hans-Brüggemann-Schule Bordesholm.